Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Avoyon. Da unten ist der Kampf noch im Gange. Wir sind aber unterwegs aus diesem Sektor eigentlich raus. Wir müssen mal schauen, wo ist das Tor? Da ganz oben irgendwo. Es war auch, glaube ich, nur eins in dem Sektor. Gucken wir auch mal gerade rein. Genau, damit wir wieder zurückkommen, weil hier war ja Sackgasse sozusagen. Wir haben letztes Mal den Antrieb verbessert, wie man gerade merkt. Und fliegt ganz gut, das Ding, ne? Und dann da mal rein in das Tor. Und gucken, was dahinter ist. Ne, dahinter waren wir ja schon. Ist ja nur eine Kreuzung, war das, ne, oder? Ja, gucken wir mal. Und ist doch keine Kreuzung. Ist mehr wie eine Kreuzung, ne? Aber hier haben wir, glaube ich, schon geschaut, meine ich, ne? Ja, wir haben da ein Tor, das ist aber scheint das Nordtor sein. Da ging es, glaube ich, auch nach Norden, ne? Ja. Ich hätte gerne das Westtor gehabt. Das ist das Südtor. Da unten ist noch irgendwo eins, oder ist das das jetzt? Ne? Doch, das ist das jetzt. Da ist noch eins. West-Nordwesttor. Gut, dann nehmen wir das. Fliegen mal in die Richtung gerade. Ich möchte ja gerne ein bisschen südlicher insgesamt kommen, aber dafür müssen wir erstmal eine Verbindung finden. So, läuft, ne? Fliegen wir durch. Oh, das sieht ja schick hier aus. Blauer Dunstkreis. Wie ist denn hier überhaupt so? Oh, nee, ne? Hier ist auch eine Sackgasse. Ja, das ist schade, ne? Was ist das da? Notruf. Können wir definitiv in diesem Bereich nicht abwehren. So, es würde bedeuten, wir können definitiv hier zurückfliegen, weil, ne? Das die absolute Sackgasse ist. Gut, dann drehen wir uns mal um und fliegen dort wieder rein. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Aber was will man machen? Interessantes Schiff, ne? Ist das das Osttor dann auch? Ja, dann dahin. Wir fliegen jetzt gerade hier durch den Asteroidengürtel. Oder was es auch immer ist. Dann müssen wir mal gucken, dass wir nirgendwo anecken oder so. Und ruhig den Blick riskieren nach einem brauchbaren Asteroiden. So wie es aussieht, ist eher keiner. Und da oben ist natürlich wieder Rohstoff. Was ist denn das da unten für ein Dicker? Nee, leider auch nicht. Ja. Erstmal weiter zum Tor. Ab ins Osttor. Und wieder zurückkommen. Gut. Und weiter. Und Ost-Nord-Ost-Tor passt, würde ich sagen. Fliegen wir hin. Böse Schiffe sind erschienen. Asteroiden, aufpassen. Ist das ein anderes Material? Nein, ne? Das ist Titan, ja. Da sind die schönen Schiffe. Und hier ist kein Asteroid bei, der nach einem abbaubaren aussieht. Beziehungsweise geeignet ist für eine. Hatten wir einen neuen Abwracker gekauft eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Oh, wir haben die Gruppen noch gar nicht gesetzt, sehe ich gerade. Müssen wir nochmal im Baum. Modus? Ne, nicht im Baumodus, im Schiffsmodus hier. Kanonengeschützturm legen wir auf die 1. Und das ist der Abwracker, der kommt auf die 3. Und das ist noch der Titaner, ne? Okay, das heißt, wir können da noch nichts Besseres abbauen. Das P muss ich drücken, dann geht's auch, ne?
Oh, die Waffe hatten wir noch gar nicht ausprobiert, kann das sein? Wenn wir jetzt näher ranfliegen, will ich mal gerade einmal schauen. Okay, das ist das mit den 81 noch, das hatten wir schon letztes Mal, ne? Okay, wir werden hier definitiv wieder hinkommen. Okay. Gerade mal schauen, dass wir hier wegkommen. Wo ist jetzt unser Tor? Wo ist das Tor, was wir brauchen? Hier sind so viele Asteroiden. Hier müsste doch was zum Abbauen dran sein. Also wo wir ein Dingens bauen können, sag schon. Okay, da machen sie Rabatz jetzt. Aber ich will nur mein Tor jetzt erstmal haben. Da ist es, oder? Ne, das ist das Westtor, von da kommen wir. Dann müsste es eigentlich gegenüberliegend sein. Das ist das Ausgewählte. Ah, da hinter dem Dingens ist es. Kein Sektor ausgewählt, genau. So, eine kurze Kurve geflogen und dann geht's weiter. Keiner hier, ne? Hier sind so viele, ne? Da hinten tun sich, glaube ich, auch noch welche auf. So ist nicht. Vielleicht ist hier was Brauchbares zwischen, aber in dem dichten Nebel kannst du auch nichts finden, ne? Das Tor und das hier ist ein dicker Brummer, oder? Aber nicht abbaubar, würde ich sagen. Kann man nicht mit interagieren. So. War da jetzt gerade einer? Nee, ne? Ach, der da ist vielleicht irgendwo gegen geflogen, das könnte sein. Das machen die schon mal, ne? Dass die irgendwo gegen knallen. Gut, fliegen wir da rein. Gucken zu, dass wir weiterkommen. Beziehungsweise zurück. Kurzer Blick, wo wir sind. Da, okay, das heißt noch weiter. Hier ist auf jeden Fall schon oben wieder gelb. Wir haben also eine Bewaffnung, die nicht gut ist, aber schon mal wieder in einem Bereich ist, wo was funktionieren könnte, ne? Das ist jetzt hier so ein leeres System, ne? Da kann man sich die Frage stellen, ob man hier irgendwas bauen könnte mal. So, kurzer Blick, ist nix. Südosttor. Ja, wird es wohl sein, anderes ist ja auch nicht. Gucken wir. Da was zu sehen ist in den Asteroiden, aber es sieht nicht danach aus. Ist noch woanders was? Nicht wirklich, ne? Der da? Ne. Nein, ist nicht. Flieg weiter. Keine Zeit aufhalten. Wir haben bestimmt schon alles angeguckt. Alles nicht, aber hier auch gesucht. Gut, da kommen wir rein. So, jetzt sind wir da und müssen, glaube ich, noch weiter. Da gibt es dann erst den Knotenpunkt. Hier war keiner, ne? Genau. Aber dann ist wiederum der Knotenpunkt in die falsche Richtung. Aber wir können dann noch weiter nach Osten fliegen, was wir dann auch tun werden, denke ich. Der ist jetzt anders, ne? Oder? Ne.
weiter. Nicht aufhalten jetzt hier. Gut. Durch da. Ab in den nächsten Sektor. Hier gibt es mehrere Tore. Da müssen wir gucken. Wir brauchen. Ach, da ist wahrscheinlich auch eine Sackgasse wieder, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, ne? Das ist Nord-Nord-Ost und das ist das Osttor. Dann nehmen wir erst das Osttor und werden dann. Warte mal. Nee, da waren wir ja schon und da geht nichts weiter. Also bedeutet das, wir müssen darüber doch wieder zurück. Andere Möglichkeit wäre, wir springen mit unserem Hyperraumantrieb hier so runter. Boah. Wie lädt der sich auf, ist die Frage, ne? Aber da unten muss ja auch was geben, ne? Ja, definitiv. Wir probieren es aus. Koordinaten eingeben. Da ausrichten. Und wenn er sagt, ist okay, dann geht's los. Berechnet erst den Sprung. Ja, ist berechnet. Dann wollte nur die Leertaste drücken. Ah, jetzt geht's auch. Okay. Kurzen Blick. Koordinaten. Eingegeben. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis er sich wieder auflädt. Gibt's hier irgendwo was? Nein, nicht wirklich. 12 Sekunden brauchen wir noch. Das ist jetzt unser Problem, nämlich, dass er da einmal aufladen muss. Gibt's hier im System was? Nein, wir sind ganz alleine. Gucken wir rein. Hier ist auch nichts. Einfach ein Raum, wo wahrscheinlich nur irgendwelche Dingens kommen werden. Bösen Feinde. Bis wir es geschafft haben, weiterzuspringen. Und jetzt wird es nämlich interessant, dass der Sprung, wer weiß, wie lange dauert, ne? Ach, der wird sogar noch berechnet. Oh, nur 6 Sekunden, okay, das geht ja noch. Ich hätte gedacht, das dauert länger. Oh, das ist ja hier mal ein anderer Sektor, wo wirklich was drin ist, aber auch wirklich Böses drin ist, ne? Koordinaten eingeben. Ich glaube, wir wollen hier nicht rumschnüffeln. Oh, ich glaube, wir sind schon ziemlich dran, ne? Ja, das ist jetzt nicht so toll, ne? Asteroidengürtel hier. Wo müssen wir denn hin ausrichten? Nach da. Geht das schon so? Ist er das wohl genommen? Sind wir hier wieder alleine? Sieht so aus, ne? Wo müssen wir hin? Da. Zehn Sekunden, okay. Da ging schon. Hier ist wieder nichts los, ne? Haben wir eine leere Galaxie in dem Sinne. Ah, wird doch berechnet. Okay. Und dann dauert es noch 10 Sekunden oder sowas. Ja? 5. Jetzt müsste es gehen.
Tut's auch. Oh, zwei Planeten hier dran in dem System. Aber sonst sind wir alleine. Ich habe gar nicht geschaut, da wo eben die Piraten waren, ob es da Tore gab, aber ich glaube, das müsste er uns ja auch anzeigen, wenn, ne, oder? Bisschen noch warten. So, jetzt geht's, oder? Jo. Karte sagt wieder nichts los. Nix, aber auch gar nichts hier. Ein bisschen warten noch. Und auf geht's. Ja, zu früh. Jetzt, ja. Jetzt müssen wir nur irgendwo auch mal was haben, wo wir wieder hin können, ne? Hier blinkt blöderweise auch gar nichts. Wird auch nichts angezeigt. Sind im Nirvana verschwunden, ne? Müssen wir ausrichten nach der. Zeigt mal in die falsche Richtung, ja. Jetzt haben wir's. Ist hier irgendwo was? Nein. Irgendwann müssen wir doch wieder was haben hier. Keine Asteroiden, nix hier. Luftleerer Raum. Okay. Auf jeden Fall ist das gelbe Zeichen weg. Wir sind in einem Bereich, wo wir uns auch wieder verteidigen können, ne? Da unten blinkt's. Das heißt, da ist unser Ziel als nächstes. Da werden wir dann hinfliegen. Sprung berechnen und hinfliegen. Noch nicht. 2 Sekunden. Jetzt. Karte. Wir sind noch alleine, aber hier gibt es schon mal Punkte. Wir springen mal noch einen in diese Richtung. Ausgerichtet sind wir schon. Jetzt muss sich noch der Computer melden. Dann testen wir mal. Okay, 7 Sekunden noch. Da sind wir gesprungen. Hier ist noch nichts. Nee, nicht Koordinaten manuell eingeben, das wollen wir nicht. Könnte man auch machen, ne? Wahrscheinlich. Kommt man dann schneller da irgendwo hin. Route berechnen. Bisschen warten. Ist das da oben der Balken mit dem Sprung? Da müsste es jetzt gehen, tut's auch, okay. So, schauen wir. Hier ist nichts los. Jetzt nach da oder nach da? Oder mehr in die Richtung? Tendenziell möchte ich da hin. Ausrichten müssen wir noch. Sprungroute ist berechnet und Sprung geht.
So, dann springen wir mal da zu dem Teil hin. Jetzt brauchst du länger, oder wie sehe ich das? Hier war ja nichts, ne, oder? Doch, hier sind Asteroiden, dann lass uns die angucken. Da oben ist sogar ein Schiff, oder? Ein Wrack ist da, okay. Und wo sind die Asteroiden? Da sind welche. Nee, das ist auch ein Wrack. Hier hat es mal einen Kampf gegeben, ne? Okay. Sind die Asteroiden? Lass uns da hinspringen. Ach, da sind sie sogar. Lass uns mal ein bisschen näher fliegen, einmal angucken. Ah, die kommen relativ flott hierher. Was ist das? Auch ein Stück vom Wrack, okay. Hier gibt es auf jeden Fall Titan. Vorbei. Nicht wirklich. Nix. Ausrichten und springen. Funkturm oder was ist das für ein Schiff? So. Die sehen alle nicht so nett aus hier, ne? Oben sind auch noch ein paar böse Schiffe. Aber hier gibt es auf jeden Fall Tora. Ich glaube, das nehmen wir jetzt auch erstmal. Hier mal rauskommen und ein bisschen schneller voran. Okay, das andere war jetzt auch nicht langsam, aber es gibt Schnelleres, ne? Okay. Hier gibt es eine Kreuzung. Ich nehme das Tor. Das Süd-Ost-Süd-Ost-Tor. Ich glaube, da kommen wir besser weiter. Alles rot hier, ne? Dieser Sektor wird voneinander. Ich glaube, wir kommen jetzt auch in einen Sektor rein, der nicht mehr rot ist. Kann das sein? Ne, ist noch. Tja. Jetzt würde ich das Südtor favorisieren, glaube. Südwesttor. Nehmen wir das mal. Mal rein, ja. Okay. Zwei Tore, drei. Ich glaube, ich nehme das längste. West, Südwest, ne? Süd, Südost. Das war Südost, oder? Südost war, nee, das Südost war das Richtige, wenn man von richtig oder falsch sprechen kann, ne? Gut, einmal da rein. Gucken wir weiter. Immer noch. Böse Sektoren. Es gibt nur ein Tor und das ist das. Dann mal schnell dahin.
Wir sind hier bei irgendeiner fremden Fraktion, ne? Dann geht's nur da weiter. Dann mal flott. Gucken, dass wir mal irgendwo in einem friedlichen Sektor kommen. Und kein Power mehr. Das ist schlecht. Bisschen aufladen hier. Geht nicht. Na, der springt immer da unten zurück, wie man sieht. Sehr interessant, ne? Gut. Durch dieses Tor noch. Und dann ist immer noch alles rot. Und wir sind am Ende. Das heißt, da Koordinaten anfliegen. Und schauen, dass wir da hinkommen. Ne? Sprung ist berechnet. Sprung geht und gucken, wie es da weitergeht. Und da gibt es aber nichts. Gut, dann würde ich sagen, werden wir in diese Richtung weiterfliegen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.